Tja, 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 tja. Wäre das echt ein Spaß, mit einem Fahrer volle Pulle den Radweg entlang zu düsen? Who knows? Route 110 zu Malfenfrohe City. Der Jona-Gobärenbaum trägt zwei Jona-Gobären. Okay. Lass mich raten, das ist auch eine Jona-Gobären-Pflanze. So, dann pflanzen wir auch mal wieder eine Beere ein. Dann nehme ich eine Pirsifbeere. Und dann ist eine Beere. Und eine Amerenabeere. Gießen. Gießen, gießen, gießen. Den lieben langen Tag. Ja, das macht die Erde. Was reimt sich auf Spaß? Das macht aus Erde Gras. Ah! Echo! Oh. Dir scheint es dir zu gefallen. Was sagst du? Wollen wir uns in der Gastromeile mal von vor einen kleinen Imbiss besorgen? Oder doch lieber ein Fahrrad aus Rad das Rad laden? Ein bisschen Sport tätet dir gut. Wow. Nein, zuerst will ich mein Glück in der Arena versuchen. Wie bitte? Mal sehen, wo ist hier die Arena? Aha, verstehe, einfach geradeaus. Aber Heiko. Okay. Oh Gott, wo soll ich anfangen? Hallo. Ich bin die jüngste der vier Kompassschwestern. Südlich von hier liegt Route 110. Auf dieser besonderen Route findest du unter anderem den Radweg und das Rätselhaus. Die Straßen dieser Stadt führen in alle Himmelsrichtungen, nach Norden, Süden, Westen und Osten. Deshalb reisen ja auch so viele verschiedene Leute durch. Okay. Hast du noch Fahrräder? Ich nehme mal eins mit. Mist. Geht nicht. Was ist das hier? Das ist ein Parkscheinautomat für Fahrräder. Okay. Malfenfrohe ist eine sehr fahrradfreundliche Stadt. Der Radweg ist nur ein paar Pedalumdrehungen weit weg. Und es gibt hier jede Menge Fahrradabstellplätze. Okay, okay, okay. Wow. Das ist Steuerung hier. Das ist Steuerung. Please. Game, please. Ich will lesen, was auf der Tafel steht. Hallo. Kaffee, Ohrenschmaus, Kaffeemusik und du. Okay. Früher habe ich hier mal ein Geschäft betrieben. Doch aus verschiedenen Gründen mussten wir schließen. Ich habe hier aber noch einige unserer Preise von früher. Kannst du damit etwas anfangen? Kommt drauf an. Oh, ein Gigabuppe. Danke. Oh, eine Flimmelpuppe. Danke. Eine Isobepuppe. Danke. Oh, vielen Dank. Endlich bekommen diese Pokémon-Puppen ein Zuhause. Yay! Ich bin wieder zum Kind. Yay! So, wo ist hier das Fahrradladen? Der Fahrradladen. Malfenfrohe City, die strahlende Stadt der Freude. Arena von Malfenfrohe City, Radlers Radladen. Okay, ich muss nach rechts. Aber zuerst rede ich mit diesen zwei Damen hier. Ich bin die älteste der vier Kompassschwestern. Westlich von hier liegt Route 117. Dort findest du die Pokémon-Pension, wo du deine Pokémon in Pflege geben kannst. Okay. In ganz Höhlen gibt es keinen zweiten Ort, an dem man so gut abschalten kann wie hier. Okay. Ich will zu Rat das Land. Ich bin am Fahrrad. Pokémon Center! Im ersten Stock gibt es einen Komplex von Luxus-Apartments namens Residenz Malfenfrohe. Okay.
Am Bommels, okay. Jeden Morgen stehe ich auf und lasse mich von meiner Familie hierher bringen. Dann flattere ich ein bisschen mit meinen Freunden, esse mein Lunchpaket und dann... Dann wird es meistens schon wieder dunkel. Ich werde von meiner Familie abgeholt und ab geht's ins Bettchen. So geht es Tag für Tag. Das mag zwar eintönig wirken, aber ich bin mit meinem Leben zufrieden. Schön, wenn du mit deinem Leben zufrieden bist. Hallo? Ich könnte was zu essen vertragen, Schnuckelchen. Ein Teller Malven vor einem Topf wäre jetzt genau richtig. Okay. Ich habe mich bei unserem letzten Pokémon-Kampf total verausgabt. Jetzt klug mein Magen wie verrückt. Püppi. Okay, ich schau ganz langsam ab. Ich hab nichts gehört. Ey, du kommst ja ganz schön bekannt vor. Das klingelt mir was. Carlos-Region? Das Prisma-Türmchen. Ein Symbol der Freundschaft zwischen Malfenfrost City und der Metropole Illumina City in der Carlos-Region. I knew it. I knew it. Stahl-Pokémon, könnte ich mit nur einem Steigerung sie voll fertig machen? Ich wünsche, ich hätte ein Pokémon mit dieser Attacke. Malfenfroh City, Seewoge Malfenfroh auf Foto 108. Neu Malfenfroh. Dir ist sicher aufgefallen, dass in jedem dieser Namen das Wort Malfenfroh steckt. Das liegt daran, dass alle drei früher mal einer Unternehmensgruppe gehörte, von der allerdings außer dem Namen Malfenfroh nichts mehr übrig geblieben ist. Okay. Ich hol mir jetzt mein Fahrrad ab. Ich will mein Fahrrad. Ach, zuerst rede ich mit ihm. Hallo. Pokémon-Kämpfe sind natürlich ein wichtiger Bestandteil des Alltags deines Trainers. Aber wenn einer deiner Pokémon im Gefecht verletzt wird, musst du es mit viel Liebe wieder gesund pflegen. Mit dir wollte ich noch reden. So. Ich bin die zweitälteste der vier Kompass-Schwestern, östlich von Helix Route 118. Ohne ein Pokémon, der da kürzer Surfer, kommst du in diese Richtung nicht weit. Okay. Dann ich noch mit dir. Sogar wenn du auf den Rad sitzt, könnte ich bitte später Pokémon anspringen. Okay. Ich will mal Fahrrad. Hallo? Na, was haben wir denn hier? Kundschaft und dann auch noch so energiegeladene. Wer ich bin? Nenn mich einfach Radler. Ich bin der Besitzer dieses Radladens. Deine Schuhe sehen ja wirklich schmuddelig aus. Kommst du von weit her? Jo. Hui, du bist wirklich den weiten Weg von Wurzelheim bis hierher gekommen? Meine Güte. Das muss ja ein richtiger Gewaltmarsch gewesen sein. Och nö, it was easy going. Fall meine Pokémon. Ich musste 100 Mal Pokémon zu laufen. Blablabla, 100 Jahre später. Blablabla. Mit einem meiner Räder wirst du ein ganzes Stück flexibler und könntest unterwegs auch noch eine sanfte Brise auf der Haut genießen. Weißt du was? Ich schenke dir eins meiner Räder. Aber nicht so schnell. Es gibt nämlich zwei verschiedene Modelle. Vom Räder das Allrad und das Konstrad. Allräder sind für Leute, die den Wind in den Haaren spüren wollen. Kunsträder dagegen sind für diejenigen, die alle Techniken des Radfahrens beherrschen wollen. Und weil ich zu großzügig bin, dass du dich sogar aussuchen, welches Modell du gerne haben möchtest. Ich fahre ein Konstrad. Okay. Ich lese bei der Arbeit immer schlaue Bücher über Räder. Ein paar davon findest du im Hinterzimmer. Wenn du irgendwas über das Thema Radfahren wissen willst, kannst du gerne mal dahin blättern. Beutel. Wie passt dein Fahrrad in einem Beutel? Da. So. Hi. Bye. So. Ha. Hier. Ach, got the power. Hi. Hi. Ey. Ich spring dich an. Ich spring dich an. Was willst du dagegen tun? Hallo. Ah, ich bin jetzt doof hier. Ui. Bye. New. Shoot.